Das ist der ICF Basel Podcast. Wir starten in eine neue Predigtreihe. Eine neue Predigtserie zu einer Eigenschaft von Gott, zu einem Aspekt vom Wesen von Gott, wo ich glaube, ich habe noch nie über das so explizit predigt. Und jetzt machen wir eine ganze Predigtreihe zum Thema Grosszügigkeit von Gott. Und ich möchte euch mitnehmen, gerade zum Start, ins wahrscheinlich populärste Wunder, wo Jesus überhaupt vollbracht hat. Das hat zu meinen Jugendzeiten, wo ich noch jung war, also vor 3-4 Jahren, es ist ein bisschen länger her, aber ist ein Song sogar in die Hitparade gekommen von einer weltbewegenden Gruppe, die heisst Die Doofen. Die einen kennen das vielleicht noch, und das Lied heisst Jesus, und im Refrain ist der einprägsame Satz gsi: Jesus, du verwandelst Wasser zu Wein, wer will da nicht dein Kumpel sein? Das ist in dem Lied drin vorgekommen. Jedenfalls, wir schauen uns das erste Wunder an, wo Jesus vollbracht hat. Zumindest nach dem Bericht vom Johannes. Der Johannes sagt, Jesus, noch bevor er öffentlich auftreten ist, bevor er irgendetwas in der Öffentlichkeit gemacht hat, irgendeinen Kranken geheilt oder einen Belasteten befreit, bevor er irgendetwas so gemacht hat, ist er an einer Hochzeit aufgekreuzt. Und viele von euch kennen die Geschichte. Eigentlich ist Jesus dort wahrscheinlich wegen der Maria, wegen seiner Mutter gelandet, weil seine Mutter ist eingeladen gewesen und hat ihn dann mitgenommen. Und Jesus hat seine Nachfolger, ein paar von seinen Jüngern, die er dort schon gehabt hat, er mitgenommen an das Hochzeit. Und dann passiert die ultimative Peinlichkeit für ein jüdisches Hochzeit. Ist sogar eine Peinlichkeit für ein nicht-jüdisches Hochzeit, auch für ein Schweizer Hochzeit, wenn der Wein ausgeht, ist selten ein gutes Zeichen. An einer jüdischen Hochzeit, die haben 7 Tage gefeiert am Stück, oder? Und wenn da zwischendurch der Wein ausgegangen ist, dann ist das ein Zeichen von Knausrigkeit, ein Zeichen von Fehlkalkulation oder von Geiz oder was auch immer. Auf jeden Fall sehr schlecht. Und in dem Bericht heisst dann, die Mutter von Jesus, sie hat sofort reagiert. Sie rennt zu Jesus und sie sagt ihm nur einen Satz. Ganz kurz. Jesus, es hat kein Wein mehr. Man könnte jetzt viel machen mit dem Satz, es würde aber eine andere Predigt geben, oder? So zum Thema Kommunikation. Ihr kennt das ja, die Schulz von Thun, so einen bekannten Kommunikationsexperten, der hat so die Theorie von den 4 Ohren entworfen, dass man quasi mit 4 verschiedenen Ohren kann hören. Und je nachdem eben, das eine Ohr hört immer ein Appell, das andere Ohr fragt nach der Beziehung zu der Person, die redet und so weiter. Das ist wie wenn der Mann neben der Frau im Auto sitzt und sie fährt und der Mann sagt, Schatz, es ist grün. Das kann ganz verschiedene Sachen heissen, oder? Aber wie gesagt, das wird jetzt eine ganz andere Predigt geben. Maria sagt, Jesus, sie haben kein Wein mehr. Und dann schwenkt die Kamera um auf 6 grosse Steinkrüge heisst. 6 grosse Wasserkrüge, die man für die Reinigung gebraucht hat damals. Und Jesus schickt die Servicepersonal von dem Hochzeit, schickt sie mit diesen 6 Wasserkrügen zum Speismeister, zum Küchenchef, oder? Er lässt die Wasserkrüge, heisst, bis an den Rand auffüllen. Und dann schickt er die Bediensteten zum Küchenchef und sagt, der soll das Wasser kosten. In der Zwischenzeit verwandelt sich das Wasser in Wein. Und der Speismeister, der Küchenchef, der probiert das und holt direkt den Bräutigam und sagt, ja, hallo, hat's dich eigentlich noch? Du tischisch den besten Wein am Schluss der Hochzeit auf. Weil er merkt, das, was da in diesen Wasserkrüg drinnen ist, das ist der absolute Chateau Neuf du Lappen, irgendetwas, das ist quasi der absolute Hammer-Wein, oder? Und das ist wahrscheinlich das populärste Wunder, wo Jesus zu tun hat. Es ist aber auch eigentlich noch eine schwierige Geschichte oder eine spezielle Story. Der Johannes sagt,
Nachher, das ist das erste Zeichen gewesen, wo Jesus vollbracht hat. Das erste Zeichen. Und wenn der Johannes sagt Zeichen, dann meint er nicht einfach ein Synonym für etwas Außergewöhnliches, was sonst nicht passiert, sondern mit Zeichen meint der Johannes ein Zeichen für den Sohn Gottes, ein Zeichen für den Messias. Ein Zeichen ist beim Johannes immer etwas, wo man daran sieht, dass der Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dass der Jesus uns wirklich den lebendigen Gott offenbart. Und genau das Wunder an dieser Hochzeit soll so ein Zeichen sein. Über das könnte man sich aufregen. Und zwar nicht nur, wenn man beim Blaukreuz ist und die Schattenseite vom Alkohol kennt, dann könnte man sich aufregen über so eine Geschichte. Aber man kann sich auch sonst aufregen, wenn man sich einfach überlegt, auch in der damaligen Zeit, wie viel notleidende Leute das es gab im Umkreis von Jesus. Wie viele Leute zu dieser Zeit, von dieser Hochzeit, existenzielle Nöte hatten? Krankheiten, Leiden, Trauer. Und Jesus hat nichts Gescheiteres zu tun, als seinen öffentlichen Dienst anzufangen mit so einem Weihvermehrungswunder. Er hat nichts Gescheiteres zu tun, als seine Zeit und Energie und Heilungskraft zu brauchen oder zu verschwenden, um eine Hochzeit retten. Und er dreht auch noch saudick auf, weil für uns ist das vielleicht nicht sofort einsichtig, aber die 6 Wasserkrüge, es heisst im Text, die haben, jeder Wasserkrug hat 2 bis 3 Mass Wasser können fassen. Und jeder damals hat gewusst, mit dem Wasser von 6 Wasserkrügen, wo 2 bis 3 Mass fassen, kannst du einen Elefant baden, oder? Das sind, jeder Wasserkrug hat 80 bis 120 Liter Fassungsvermögen gehabt. Das macht irgendwie 500 bis 600 oder 700 Liter Wein, wo Jesus herstellt. Wenn das in so 75 Zentiliter Fläschchen abfüllst, Chateauneuf du Pape, oder? Dann kommst du im besten Fall auf etwa 900 Flaschen Wein, wo Jesus quasi dieser Hochzeit zusätzlich zur Verfügung stellt. Ich meine, man kann eine Hochzeitsgesellschaft auch im Wein ersäufen, oder? Also, warum macht er das und warum zeigt sich da drin? Ausgerechnet in so einem unnötigen Wunder. Wieso zeigt sich da drin ein Wesen von Gott, wie es der Johannes andeutet, wenn er sagt, das ist ein Zeichen gewesen. Vielleicht will das unnötige Wunder etwas von dem grosszügigen, überschwänglichen, unberechnenden Herz von Gott offenbart. Vielleicht will in dem Wunder deutlich wird, dass Gott seine Zuwendung zu uns, seine Liebe zu uns, seine Hingabe an uns nicht absparret, nicht geizig damit umgeht, sondern dass etwas Überschwängliches, etwas Überflüssendes im Wesen von Gott ist, auch uns gegenüber. Und natürlich kann man sagen, ja, Jesus sieht unsere existenziellen Nöte. Und die ganzen nächsten Jahre, bis zu seinem Tod, bis zu seiner Hinrichtung am Kreuz, die ganzen nächsten Jahre hat Jesus damit verbracht, um die existenziellen Nöte von Menschen ihnen begegnen, zum Kranke heilen, zum Zerbrochene wiederherstellen, zum knickten Menschen aufrichten, zum verzweifelten Menschen neue Hoffnung geben, zum gebundenen Menschen befreien. Die ganzen nächsten Jahre hat er investiert, fulltime, um den Menschen dienen in ihren tiefsten nicht. Aber gerade in dem ersten Wunder von Jesus im Johannesevangelium sieht man, dass Gottes Liebe noch über das ausgeht. Dass Gottes Liebe nicht nur bedeutet, er holt uns aus dem Dreckloch raus, er streckt uns quasi den Arm entgegen und holt und zieht uns aus dem Loch, sondern dass er uns umarmt, wenn er uns aus dem Loch gezogen hat, dass er mit uns ein Fest feiert. Dass Gottes Liebe nicht nur bedeutet, dass er uns vor dem Tod rettet, sondern dass Gottes Liebe auch bedeutet, dass er mit uns ein Leben feiert. Für das ist die Hochzeit in Kana, die Hochzeit, wo da berichtet wird, für das ist das wie ein Symbol. Das Reich Gottes. Das Reich Gottes bedeutet, Gott lädt sich auf uns ein. Gott kommt zu uns. Gott rettet uns vor dem Tod und er feiert ein Leben mit uns. Darum haben wir da den Tisch
entdeckt. Das ist wie ein Symbol für das Reich Gottes. Entdeckter Tisch mit einer Einladung, um sich anzusetzen. Das ist ein Symbol für das Reich Gottes. Gott hat Gemeinschaft mit uns. Jesus rettet die Hochzeit und versorgt die Hochzeitsgesellschaft mit Wein im Überfluss. Und das Hochzeit kann weitergehen. Und die Leute sitzen am Tisch mit Jesus zusammen, mit dem Sohn Gottes zusammen und feiern ein Leben. Ein Symbol für das Reich Gottes. Das ist übrigens auch der Höhepunkt von dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo Jesus später erzählt. Die Geschichte, wo jeder kennt, von dem verlorenen Sohn, von dem eigenwilligen, missratenen jungen Typ, wo seinen Vater beleidigt, ein Erbe von seinem Vater mitnimmt und verprasst und am Tiefpunkt von seinem Leben ankommt und dann zurückkehrt zum Vater. Und die Beschreibung, man sollte sich nie gewöhnen an so einen Text oder die Beschreibung von dem Vater, wo am Hauseingang steht und Ausschau haltet nach seinem Sohn. Und wenn er seinen Sohn in der Ferne sieht, rennt er ihm entgegen. Und er umarmt ihn. Und das heisst, er küsst ihn. Und er hat gesagt, holet ein Kleid, kleidet ihn neu ein. Und er nimmt ihn zurück zu sich. Er nimmt ihn in sein Haus. Und versteht ihr, die Geschichte vom verlorenen Sohn ist nicht eine Geschichte einfach von der Wiederherstellung vom früheren Zustand. Es ist nicht einfach so, dass der Vater am Eingang wartet und sagt, jawohl, da bist du zurück, hoi, Sohn, da ist der Schlüssel zu deinem Zimmer, kannst es beziehen und deine Miley Cyrus Poster wieder aufhängen oder was auch immer. Es ist nicht einfach eine Geschichte von einem Vater, wo der Anfangszustand wiederherstellt. Es ist Geschichte von einem Vater, der eine Liebe hat mit einem Überfluss. Verstehst du? Wo eine Grosszügigkeit zeigt. Er holt den Sohn heim. Und er feiert, er sagt, lass uns ein Fest feiern. Das ist das Reich Gottes. Lass uns einen Tisch decken. Lass uns ein Mastkalb schlachten, sagt er. Das Kälbli, wo man quasi, speziell pflegt hat und aufgezogen hat für einen einzigartigen Anlass. Und der Vater sagt, und das ist jetzt, der einzigartige Anlass ist jetzt. Mein Sohn ist verloren gewesen. Jetzt ist er wieder gefunden worden. Und jetzt wird gefeiert. Jetzt wird der Kühlschrank geleert. Jetzt wird der Vorrat plündert. Jetzt ist die Zeit vom Reich Gottes. Jetzt ist die Zeit, wo wir ihm wieder einen Platz geben an dem Tisch. Und dann heisst es am Schluss der letzte Satz, und sie sind fröhlich gewesen miteinander. Sie haben angefangen, fröhlich zu sein. Versteht ihr? Das ist Reich Gottes. Und das ist auch die Liebe und das Herz, wo Gott jedem von uns gegenüber hat. Es tut uns gut, um sich ab und zu an das erinnern. Das ist das Herz von Gott zu dir und zu mir, uns gegenüber. Und wenn du heute Morgen da reingekommen bist und du vielleicht sogar gedacht hast, du hast dein Leben in Dreck gefahren oder gedacht hast, gewisse Sachen fallen auseinander in deinem Leben, dann prägt dir das Bild ein von dem Gott, von dem Vater, wo nicht nur wartet auf dich daheim, bis du angekrochen kommst, sondern wo dir entgegenrennt und wo dich kleidet und wo dich willkommen heisst und wo es Fest feiert und den Kühlschrank plündert, wo dich überschüttet mit seiner Liebe im Überfluss. Und wenn du dich schon an das gewöhnt hast und schon ewig Christ bist und die Geschichte bei dir keine Hühnerhaut mehr kann hervorrufen, Dann nimm dir vielleicht wieder mal Zeit, um einfach dir das Bild vor Augen malen, dass das auch Gottes Herz für dich ist. Dass Gottes Herz dir entgegeneilt mit seiner Liebe, wo viel mehr ist als Toleranz. Die Geschichte vom verlorenen Sohn ist nicht eine Geschichte von Toleranz. Der Vater empfängt ihn nicht am Eingang und sagt, log, jetzt bist du wieder zurück, du hast alles verprasst, du hast dein Leben ins Sand gesetzt, aber ich lasse dich jetzt stehen. Es ist nicht, was der Vater sagt, er lässt ihn nicht stehen. Er zieht ihn rein und er feiert aus Liebe zum Sohn. Das ist die Liebe, die uns gilt. Szenenwechsel. Eine andere Geschichte.
Auch eine bekannte Geschichte von Jesus. Es ist Abend gewesen, und Jesus hat den ganzen Tag verbracht mit Tausenden von Menschen. Eigentlich hat er sich zurückziehen mit seinen Jüngern, um endlich ein bisschen Ruhe finden, um sich ein bisschen erholen, zum Sabbat feiern oder was auch immer. Er hat sich zurückziehen, aber es heisst, Menschenmassen sind Jesus gefolgt. Und den ganzen Tag hat er mit diesen Leuten gebetet, hat Kranke geheilt, hat Trauernde tröstet, hat vom Reich Gottes erzählt, heisst es. Und dann zur Abend kommen die Jünger zu Jesus und sagen, schau, die Leute sind müde. Und man könnte ja auch in Klammern schreiben, und wir auch, oder? Wir wollen jetzt endlich Feierabend. Da kann man ziemlich deutlich zwischen den Zielen lesen. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, die Leute sind müde, schick sie endlich heim. Sie sind hungrig, damit sie sich daheim etwas zu essen können machen. Und Jesus schaut die Jünger an und sagt, nein, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Es ist nicht nötig, gebt ihr ihnen zu essen. Und ihr kennt die Story. Die Jünger legen quasi ihren Notproviant zusammen. So, der Znüni, wo ihnen das Mami eingepackt hat, oder? Dann legen sie zusammen. Und sie kommen auf 5 Brot und auf 2 Fisch. Und sie schauen die Leute an. Und das heisst im Text, es sind 5000 Männer anwesend gewesen, Frauen und Kinder nicht eingerechnet. Und es gibt Theologen, wo sagen, man kann mit ungefähr 20.000 Personen rechnen, die sich um Jesus geschart haben, oder? 20.000 Menschen und die stehen da mit ihren 5 Brötchen und ihren 2 Fischen und selbst wenn sie schlecht sind im Rechnen, merken sie, das geht nicht auf, oder? Das macht niemand satt. Aber Jesus sagt, lass die Leute ins Gras setzen. Und dann nimmt er die 9 von den Jüngern, die 5 Brötchen und die 2 Fischchen und er dankt Gott und er schickt seine Jünger los, um das zu verteilen. Und dann lesen wir, alle aßen sich satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, da waren es noch 12 Körbe voll. 12 volle Körbe. Also nochmal eine Geschichte. Nochmal eine Geschichte, wo Jesus nicht nur Grundnöte der Leute befriedigt, sondern wo ein Überschwang, ein Überfluss, eine Grosszügigkeit von Gott zum Ausdruck kommt. Es heisst, alle sind satt worden. Die Leute haben sich satt gegessen, wie Schweizer in Mallorca an einem All-You-Can-Eat-Morgenbuffet, oder? Die haben sich satt gegessen und dann heisst, man hat die Reste eingesammelt und sind 12 Körbe übrig geblieben und jetzt zerbrechen sich Theologen den Kopf, was die 12 Körbe könnten bedeuten. 12 Jünger, 12 Stämme von Israel, die Hälfte von den 24 Ältesten steht in der Offenbarung. Nein, die 12 Körbe, die heissen zuallererst einmal. Es ist Überfluss vorhanden gsi. Es ist so viel übrig gsi. Die Leute, die haben nicht mehr können essen. Und man hat sogar 12 Körbe mit Resten gesammelt. Das ist ein Beispiel für Grosszügigkeit von Gott. Aber etwas, wo mir, in der Vorbereitung letzte Woche ins Auge gestochen ist. Und ich glaube wirklich, das erste Mal, wo mir das so aufgefallen ist an dieser Geschichte, das hat mich förmlich angesprungen aus dem Text. Jesus, der seinen Jüngern sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und ich habe viele Predigten gehört zu dem Text und ich habe selber Predigten gehalten zu dem Text, wo man das humorvoll ausmalt und sich ein bisschen lustig macht über die Jünger, oder? Gebt ihr ihnen zu essen? Man kann sich den Gesichtsausdruck von diesen überforderten Jüngern so gut vorstellen, wie sie mit diesen 5 Brötchen und 2 Fisch jetzt 20.000 Leute sollen satt machen. Und man kann sich über das lustig machen. Aber ich habe mich dann letzte Woche vielleicht das erste Mal gefragt, warum sagt Jesus das überhaupt? Will er sich auf Kosten von den Jüngern lustig machen? Will er sie einfach irgendwo überfordern? Oder will er seine Überlegenheit demonstrieren? So, die Jünger sind überfordert und kommen zu ihm zurück. Und er sagt, ha, aber ich habe die Lösung. Warum sagt er das? Warum sagt er zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und mir ist es letzte Woche so aufgegangen. Jesus hat wollen, dass sie ihnen zu essen geben. Jesus hat wollen, dass,
das Wunder durch seine Jünger passiert. Versteht ihr? Jesus wollte die 20.000 Leute satt machen. Durch seine Nachfolger. Jesus hat vorgehabt, Grosszügigkeit Gottes zu demonstrieren. Durch seine Nachfolger. Wie das ist ein Stück Reich Gottes. Jesus hat seine Jünger berufen, zum den Gott zu manifestieren, zum dem Gott Hände und Füße geben, wo Leute so sehr liebt, dass er weit übers Notwendige ausgeht. Er hat wollen, dass die Jünger das leben, dass die Jünger das sichtbar machen. Ein Reich Gottes. Ein Reich Gottes, wenn Menschen am Tisch Platz finden. Wenn Menschen zu einem Festmahl eingeladen werden. Das ist letztlich das, wo Jesus sein Leben dafür hingegeben hat, die Vision von Jünger, die Vision von Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, wo Hungrige satt machen, wo Durstige zu trinken geben, wo Verzweifelte neue Hoffnung geben, wo Kranke gesund machen, wo Einsame besuchen. Das ist die Vision, die Jesus gehabt. Er hat wollen, dass die Jünger die Hungrigen satt machen. Wie das ein Stück Reich Gottes ist. Wie das, der Tisch, vielleicht können wir die Ascher einmal, oder die Roadies auf der Bühne haben, zum den mal ausziehen, oder? Wie das ist jetzt das Bild vom Reich Gottes. Verstehen wir? Ein Tisch, der deckt ist. Ich ziehe jetzt mal da und du kannst dort ziehen. Mal schauen, ob wir alles verlieren. Nein, nur das, hä? Gut, nochmal. Ich muss sehr vorsichtig, wie die Sachen sind von meiner Frau. So, hat's Platz? Gut. Sehr gut. Das ist, versteht ihr, das ist ein Bild vom Reich Gottes. Man müsste jetzt noch nachdecken, oder? Ein Tisch, der deckt ist und ein Tisch, der Platz macht für andere zum satt werden. Ein Tisch, wo man kann ausziehen, eine Festtafel. Das ist Reich Gottes, mir der beste Wein auftun und ein gemäschten Kalb zubereiten. Das ist Reich Gottes. Menschen einen Platz geben am Tisch. Mich hat die ganze letzte Woche das Bild verfolgt von dem Flüchtlingsbub, wo da am türkischen Strand, an der türkischen Küste vertrunken ist. Das ist in den Medien überall umgegangen. Ein Bub von einer Familie, wo geflüchtet ist aus Syrien, geflüchtet vor dem Terror von der IS-Milizen. Und sie sind von einem Schlepper quasi, sie haben Schlepper beauftragt, sie mit einem Schlauchboot, haben sie wollen auf die griechische Insel Kos flüchten. Und das Schlauchboot ist gekentert und 11 Leute sind ums Leben gekommen, unter anderem der Bub und sein Bruder und seine Mutter. Nur der Vater von dieser Familie hat überlebt. Und das Bild ist überall umgegangen. Und das ist eine von vielen Geschichten, eine von tausenden von Geschichten, die zurzeit geschrieben werden, in der nächsten Nähe zu uns, vor unserer Haustür. An berühmten und beliebten Ferienort, wo wir es uns sonst gut gehen lassen, im 5-Sterne-Hotel. Dort passieren so Sachen jetzt. Und Tausende von Menschen, Familien, Männer, Frauen, Kinder, müde, hungrig, durstig, auszehrt. Wo Jesus die Leute angeschaut hat, mit dieser sogenannte Speisung von den 5000, hat es geheissen, sein Herz ist zutiefst bewegt gewesen. Weil sie wie Schaf sind, die kein Hirte haben. Und Leute, wenn wir die Nachrichten anschauen, mit diesen Flüchtlingen, die sind wie Schaf, die kein Hirte haben, oder? Und Jesus sagt, gebt ihnen zu essen. Gebt ihnen zu essen. Das ist Reich Gottes. Das ist eine von der, was wir vor der Haustür haben, ist eine von der grössten humanitären Katastrophen, wo wir je Zeugen davon gewesen sind.
Und wenn es je eine Gelegenheit gegeben hat, zum Grosszügigkeit von Gott leben, die Liebe, die, die Türen auftut und die Platz am Tisch macht und wo rausrennt, um die Leute zu umarmen, wenn sie eine Gelegenheit gibt, dann ist es jetzt. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass die Schweiz eine Berufung hat, zum das leben, oder eine Aufgabe hat da drinnen. Zumindest, wenn wir uns berufen aufs christliche Abendland, könnten wir beweisen, wie viel christlich noch in diesem Abendland ist. Aber einen Weg sind wir als Nachfolger von Jesus, als Jünger und Jüngerinnen von Jesus, sind wir aufgerufen. Oder haben wir eine Gelegenheit, um etwas von dieser Liebe von diesem Gott sichtbar zu machen. Es ist nicht der einzige Ort, wo wir eine Berufung und eine Aufgabe haben, aber es ist ein brandaktueller Ort. Und ich bin selber überfordert mit dieser Situation. Aber es gibt drei Sachen, wo wir schon involviert sind als Kirche und wo wir Gelegenheit haben, um uns irgendwo einklinken. Das eine ist, wir sind in einer Partnerschaft mit MEDER, mit dieser humanitären Hilfsorganisation, die zumindest in dieser Flüchtlingskatastrophe aktiv ist und Leute hilft. Und wir können uns natürlich finanziell beteiligen an dem. Es wird nächste Woche, glaube ich, ein Abend stattfinden, wo MEDER quasi ihre Arbeit mit Flüchtlingen vorstellt, mit einem Life-Experience, ein Abend als Flüchtling, wo man sich reindenkt in die Lebenswelt und in die Situation von so einem Flüchtling. Das ist die Organisation, wo wir als Kirche mit unterstützen. Wir haben Deutschkurs. Da im ICF, in diesen Räumen da hinten, findet unter der Woche jeden Werktag findet Deutschkurs statt. Mit 25 Teilnehmern, Asylsuchenden, das sind praktisch alles Flüchtlinge. Das sind praktisch alles Leute, zum Teil Leute, die seit 3-4 Wochen erst in der Schweiz sind. Und wir brauchen unbedingt Unterstützung, Leute, die bereit wären, zum ab und zu vorbeikommen und mithelfen beim Unterricht. Man muss nicht eine pädagogische Ausbildung haben, ein bisschen ein Ordner, um Leuten etwas beibringen, wäre nicht schlecht, aber es müssen nicht Lehrer sein, aber wir brauchen Unterstützung bei diesen Deutschkursen. Das ist etwas, versteht ihr, das ist eine Art, wie wir können Türen auftun und einen Platz am Tisch machen, wenn wir sagen, wir helfen Leuten, die Sprache lernen. Wir helfen Leuten ein Stück weit ankommen bei uns. Und dann gibt's die Aktion Fremdenfreundlich. Ihr habt so eine Karte auf dem Stuhl gehabt. Das ist ein Projekt, das wir machen in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz in Basel-Land. Und da geht es eigentlich um Partnerschaften, um Freundschaften mit Flüchtlingen und Flüchtlingsfamilien. Wenn man sich dort meldet, dann wird vom Roten Kreuz her wird ein Kontakt hergestellt zu einem Flüchtling oder zu einer Flüchtlingsfamilie. Und man kann sich dann committen, um mindestens ein halbes Jahr lang regelmäßig mit diesen Leuten abmachen. Man kann die zu sich einladen, eine ganze Familie oder einzelne Personen. Und man ist einfach mit ihnen zusammen, man isst mit ihnen, man redet mit ihnen. Es geht ein bisschen darum, auch einen Eindruck von der Sprache zu bekommen, aber auch, vor allem einfach ein bisschen von der Schweizer Kultur zu spüren und ihnen ein bisschen ein Zuhause zu geben, ein bisschen Interesse schenken und einfach so connecten mit den Leuten. Das ist um was es geht bei diesem Projekt Fremdenfreundlich. Da kann sich jeder beteiligen. Man müsste einfach den Schnuff mitbringen, um das ein halbes Jahr lang machen. Es geht nicht so nicht um einzelne einmalige Begegnungen nur. Das sind jetzt drei Sachen. Mir ist das einfach aufs Herz gekommen, wenn wir über Grosszügigkeit von Gott reden und über das Reich Gottes, wo den Tisch deckt, wo Leute willkommen heisst, dann ist das so ein aktueller Punkt, der uns betrifft. Zum Schluss, ich habe am vorletzten Sonntag können predigen im ICF München. Das erste Mal überhaupt in München gsi und die haben 4 Gottesdienste. Da weiss ich nachher nicht mehr, wie es heisst, wenn du heimkommst, oder? Und weil das so ein riesen Programm war, bin ich am Vorabend angereist. Und mich hat ein älterer Herr so Pensionsalter einfach, hat mich abgeholt am Flughafen.
Wir sind mit seinem Auto heimgefahren. Daheim wartet seine Frau bereits so draussen im Wintergarten am Tisch und hat da Kerzchen angezündet und eine Flasche Wein aufgetan. Und dann haben wir geschwätzt und uns angefangen unterhalten. Sie haben uns gefragt, oder mich gefragt, ja, wie viele Kinder habt ihr denn und so. Und das habe ich dann schnell erzählt. Wir haben ja nur zwei. Und da habe ich sie gefragt, ja, er heisst Hans und sie heisst Tineke. Da habe ich gefragt, ja, wie viele Kinder habt ihr denn? Und dann schaut sie, allen Ernstens, schaut ihren Mann und und sagt, ja, Hans, gell, jetzt musst du mir rasch helfen. Und dann fährt sie an mit ihren Vieh. Ich habe gedacht, sie will mich verömeln, oder? Dann fährt sie an abzählen. Und irgendwann stockt sie und sagt sie mir, also, was genau meinst du mit Kind? Meinst du, sind das alle Menschen, die Mama und Papa zu uns sagen? Und ich habe immer noch gedacht, ja, das kann sie jetzt nicht ganz ernst meinen. Ich habe gesagt, ja, das ist einmal eine gute Arbeitsdefinition. Schaffen wir mit dem weiter, oder? Und dann fährt sie an aufzählen. Ja, wir haben 4 liebliche Kinder. Wir haben 5 Adoptivkinder. Und dann haben wir noch etwa 12 andere Leute, die Mama und Papa zu uns sagen. Stimmt das, Hans? Und dann hat er dann noch so leichtere Korrekturen vorgenommen, oder? Aber dann habe ich gemerkt, das ist ein Phänomen gewesen. Die Leute, das ist praktisch die verkörperte Gastfreundschaft und Grosszügigkeit gewesen, die ich dort kennengelernt habe. Die Leute, die haben Menschen aufs Herz bekommen. Aus zerbrochenen Verhältnissen. Flüchtlinge. Leute, die kein Zuhause haben. Und sie haben eine Berufung, um ihnen ein Zuhause zu geben. Und wenn ich dann schaue, an was für einem Tisch ich sitze, wird mir erst klar, warum der so lang ist. Die haben so einen Tisch gerade draussen, so einen Gartentisch. Aber die haben 4 Ikea-Tische aneinandergereiht. Das ist eine riese Tafel gewesen. Weiss auch nicht, 7 Meter lange Tafel gewesen, oder? Und ich habe gedacht, ja, jetzt wird mir klar, warum die so einen riesen Tisch draussen haben. Ich kann euch sagen, wenn man ein Wochenende bei denen erlebt hat, dann zweifelt man nicht daran, dass die diesen Tisch füllen können, oder? Weil da war ein Traffic gewesen, da war eins gekommen und gegangen in diesem Haus. Als ich zu Abend heimgekommen bin, nach 4 Gottesdiensten, irgendwie am 9 oder 9:30, Leute ich am Eingang und dann gehen die Türen auf und 3 Mädchen stehen vor mir. So ein 6-jähriges Mädchen, ein 8-jähriges Mädchen und ein 12-jähriges Mädchen. Und ich habe gedacht, oh, ich bin falsch. Oder ich habe gedacht, das ist sicher, vielleicht sind es die gleichen Häuser parallel und ich bin in der falschen Straße oder irgendetwas. Ich habe gesagt, oh, sorry, ich habe eigentlich gemeint, ich übernachte da, oder? Und dann drüllen die sich um und rufen hinterher, du, Tineke, da ist ein Mann da, der will da übernachten. Ja, der soll nur reinkommen. Dann hat sie dann gemerkt, dass ich es bin und hat mir dann ihre neue Pflegekind vorgestellt. Auch aus schwierigen Familienverhältnissen, die sie bei sich aufgenommen haben. Und eins von den Kindern hat dann, ich bin bei meinem Lauf über so einen Hund gestolpert. Und dann hat eins von den Kindern gesagt, ja, das ist einer von unseren 2 Pflegehunden. Und das andere Kind sagt, ja, wir haben aber auch noch einen Pflegehamster. Dann denkt, jetzt ist dann aber gut, oder? Ich erzähle das nicht, weil ich das Gefühl habe, das könnte oder müsste jeder von uns machen. Ich habe ein Burnout, wenn ich nur daran denke, so viele Leute daheim zu haben und so viel ein und aus, oder? Aber ich glaube, es ist gleich eine Veranschaulichung. Da ist ein Stück Reich Gottes zum Ausdruck kommen in diesem Haus. Und ich möchte ein Video mit euch anschauen von diesen 2, die haben ein Video gemacht vom ICF München aus, weil das so eine bemerkenswerte Geschichte ist, wo ein Herz von diesen beiden zum Ausdruck bringt und ich bin überzeugt, wo ein Herz von Gott auch zum Ausdruck bringt.